the same procedure as every day. Jetzt suchen wir uns einen Parkplatz. Und dann ist bis halb sechs. Oder bis um sechs. Ist dann Pause. Oh, da ist nichts frei, keine Parkplätze. Ja, und dann lade ich um sechs. Ja, Leergut, so zerlegte Rollis, diese gelben Dinger, die man in einem Markt immer hat, wo man die Ware drauf packt. Die schrauben sie hier auseinander und wir fahren dann hier von hier oben zurück nach Neu-Isenburg. Hier ist nichts frei, Alter. Dann stellen wir uns woanders hin. Stand tatsächlich auch so auf 27 Grad, Alter. Das wollen wir nicht. Hallo. Aha. Oh, 24. Das ist eine gute. So, jetzt haben sie ja auch Tore, ja? Ja. Ja, ich drehe die Schleife. Ja, ich drehe jetzt hier um. Ich stelle mich hier an den Wegesrand. Äste, weg. Wo mache ich hier die Gardinen hinzu? Senkt sich dem Boden entgegen. Wie ich mir sitze. Oh. So, ich gehe mal kurz. Ja. Ja, da bin ich wieder. Ich mache gerade den Sitting Bully vom Beifahrersitz. Ich muss mal kurz. Wo ist denn hier mein Buch? Ich muss mal kurz Buchführung führen. Kuli. Bevor ich mich ins Bett lege und dann hier, was ist das denn hier? Ich habe, es gibt, ich war auch vorhin auf dem Autohof. Was ist das denn? Das war der Klebebatzen. Ich war vorhin auf dem Autohof in Nordheim. Bevor ich losfahren wollte, wollte ich nochmal reingehen, oder bin ich reingegangen in den Autohof und wollte mir, Moment. Ich brauche immer, weiß nicht, andere rauchen und so. Und ich habe halt mein Laster hier mit energischen Rings. Dann braucht die einen, hatte ich keinen zu Hause. Also ab zum Autohof, rein, Moment. Kirsche, nicht so mein Fall. Und wollte mir den kaufen. Dann bin ich reingegangen und da war die Kasse so voll, dass ich mir... Dann bin ich jetzt mal hinten in die Zubehörabteilung geschlendert. Was habe ich da gesehen, Alter? Was ich mir immer schon mal kaufen wollte. Ja, kennt ihr vielleicht. Keine Produktplatzierung an der Stelle. Hier, ich habe mir... Wollte ich mir immer schon mal bestellen im Internet. Die Poppy-Dinger, immer schon. Da ist noch Kleber drauf. Und gehe ein Auto von Nordheim lang, dem mir, oh, geil, Poppy. Kurvenpreis. Hallo. Dass der mal scharf macht, ne? 7,99 €. Dachte ich mir, geil.
Muss ich kaufen, muss es hin. Und zwar habe ich mir die weiße Flasche geholt, Duftrichtung Jasmin. Oh, Jasmin, du zärtliche. Ich bin ja mehr so ein Vanille-Typ. Ja, es geht. Ist zwar jetzt nicht mein Favorite-Duft, aber man kann es riechen. Vor allem der Vorteil ist, finde ich, bei Poppy, was ihr bis jetzt von Norden mir her, sind es knapp 3 Stunden, der Duft ist sehr unaufdringlich. Wenn man sich hier so einen Wunderbaum reinhängt in die Bude, dann ist die Butze für 2 Tage völlig kontaminiert und es riecht nach dem Ding und danach ist wieder Ende. Und die hier, das sind 150 Milliliter, wie hier drauf steht. Milliliter. Bin mal gespannt, wie lange die hält, weil hier steht nicht drauf, wie lange. Oder ist das so klein gedruckt? Egal. So. Und daneben, komischerweise, die Mini-Poppy. Oh, das Baby quasi. Ja, die gibt's in Vanille. WTF. Ach, zu. Ich denke mir nur, das riecht ja. Das riecht ja sehr neutral. Auf, wie Vanille riecht. Also es riecht nicht nach Vanille, finde ich. Hier, riecht mal. Das riecht. Es riecht wie mein. Jetzt mal Real Talk. Das riecht wie mein Aftershave von meinem Opa damals in Berlin. Das war so. Sorry, das riecht nicht nach Vanille. Es ist kein Vanille, oder ich bin einfach Wunderbaum geschädigt. Weil das ist für mich bis heute der geilste Vanillegeruch, den es gibt. Wird hier vorher das Werbevideo, wa? Merkt ihr das schon? Poppy, Monster, Wunderbaum. Ich sollte nur meine Fresse halten. Nachher bin ich auch noch. Hab mich völlig verändert und hab meine Seele verkauft. Oh, Jasmin. Oh. So, wie gesagt, ich hau mich jetzt in die Kiste. Dann lade ich nachher meine Kiste voll und dann brumm ich nach Hause. Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Also es ist doch komisch. Komisch, arschkalt. Oh, zur Erklärung. Ich bin wach. Zur Erklärung, ich habe eine Standheizung. Oh, ey, mir ist wirklich kalt. Ihr hört zu laufen. So. Hier kann ich draufdrücken auf den Knopf, dann kann man sehen, wie warm sie es sein sollte. So, 28 Grad sollten es eigentlich sein. Oh, müde, Entschuldigung, gerade aufgestanden. Normalerweise ist es dann ganz schön warm in der Bude, aber es ist mir schon die letzten Tage aufgefallen, dass da irgendwie sehr wenig Luft hier aus den Düsen kommt. Und jetzt zum Beispiel gar nichts mehr. Und mir ist richtig kalt. Jetzt fahren wir mal nach vorne, dann melde ich mich mal an. Dann gucken wir, wann wir beladen werden. Oh, das ist doch scheiße. Kalt. Oh, Kollege Burg, fahren Sie da ans Tor. Erstaunlich wenig los hier. Was ist denn mal los? Was ist denn mal los? Geht es glatt? Was denn das?
dreht man rutscht bei der LKW so leicht. Ach, und wir waren, bis wir drüber stülpen. Oh, das ist ja auch über. Wie rum denn du? So, da, so. Ja. Herr den Fetzen. Was war das? Oh. Geh mal schnell mich anmelden. Oh. So, da vorne fährt mein Stapler. Da. Der belädt mich jetzt. Da leckt mich am Arsch, weil der Hof hier glatt. Oder ist der Hof glatt? Ich hab hier fast auf die Fresse gepackt. Mein Gott! Ha! Hurga, hurga! Boah, Alter, wir haben Donnerstag. Leckt mich am Arsch. Donnerstag haben wir heute den. Wie haben wir heute? Werden. Moin, Herr Kollege. Moin. Wenn ich zur Frische möchte, wo muss ich denn da hin? Der Trieber sagt mir was mit 59 bis 67. Ist das richtig? Soll ich mir einen freien Tor wählen oder? Ich glaube ja. Normalerweise ist es so, du meldest dich ja vorne in dem Büro an. War früher so. Vorne, wenn du jetzt hier rumfährst, quasi hinten an der Ecke, da ist eine Treppe hoch. Ja. Und da gehst du rein und da ist ein Büro. Dann mache ich das mal besser. Am besten nochmal fragen. Oder einen zu. Ich weiß, ich habe ja auch schon lange nicht mehr angeliefert. Deswegen. Jo. Tschüss. Oh, das ist glatt. Den ersten haben wir heute. Geld. Es gibt Geld. Geil. Den ersten Anfang der Woche, Montag, boah, Daten was zweistellig. 12, 13 Grad. Und am Ende der Woche hier, naja, ist halt doch Winter, ne? Von daher. So, wo ist denn jetzt hier mein Stapler abgeblieben? Huch, ist ja weg. Da. Ein war da und blinkt auf mich. Blinkt. Ach, MED. Hier stehen die, wie soll ich denn hin? Ich frage mal, wo ich hin soll. Hinstellen soll. Da stehen LKWs, da stehen LKWs, da stehen LKWs. Halt ja da. So. Einmal im Kreis drehen. So, jetzt lasse ich vorne ganz runter, also mein TÜV-TÜV hier, und auch wieder pumpe ich hoch, dann habe ich nämlich ein Gefälle im Auflieger, weil ich arbeite mit dem Handtuchwagen und die Paletten sind schwer. Fahren wir nach vorne. Das ist mein Zettelchen. Da, richtig. Ach so, Licht sollte jemand machen. Gottes Willen. Falco. Fahr ich im Tarnmus durch die Gegend. So.
meine Papiere, hol meine Plombe. Unterschrift, Plombe dran, Abfahrt. Viertel vor sieben, bis hier raus, bis es sieben, halb zehn, wie gestern. Oh, war ein bisschen später. Geil, oh, der packt er hier aber auch. Guck mal, Sport hier in der Kurve. Mann, Mann, Mann. Der Hof glänzt und glitzert. Ich habe vorhin zum Staplerfahrer gesagt, wo ich ihn getroffen habe auf dem Hof. Ich sage, Junge, hier brauchst du keine Arbeitsschuhe, hier brauchst du ja Schlittschuhe. Oder wie, hast du keine? Ich sage, nee. Achso, den Auslassschein. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ach, Blombe, mein Pförtner dran, da kennen wir nichts. Lena, du hast es oft nicht leicht. Wenn ich am Boden liege, lernst du mich, dass ich gleich fege? Ach, ist auch der neue Pförtner hier. Ja, Freunde, ich melde mich ab, mach die Blombe dran. Wir sehen uns entweder nachher bei mir zu Hause oder morgen. Moment, ich bin gerade hier am Förderstress. Sofort bin ich da. Wenn ich meine Jacke hier mal auskriegen würde, bleibt die Ampel jetzt grün oder bleibt sie grün? Grün, danke. Ah, ich halte mal einen Moment. Ach, ein Stress. Ist mein Höschen auch noch runtergerutscht? Oh, Kai, wo ist denn hier mein Schätze da? Komm doch her, du komisches Knüppelding. So, ein Ohr, zwei Ohr, hallo. Tja, Kai, was soll ich sagen? Standheizung bläst halt nicht. Ja, oh, ja, nee. Man darf träumen dürfen, oder? Wir haben es 15 Uhr, genug mit Träumereien. Ich bin sehr ein bisschen fix und foxy aus. Bin auch seit gestern um 21 Uhr wach, bis auf die 2 Stunden Schlaf in Stelle vorhin. Deswegen, ich wollte nur mal gucken, wie der Skin ist hier, der Mod bei ETS. Und jetzt gehe ich noch schnell zu meiner Frau runter. Ich muss ein paar Geschenke einpacken für eine Arbeitskollegin und dann heißt es für mich ins Bett. Und heute Abend um 21 Uhr geht's wieder von der waagerechten in die senkrechte und dann sehen wir uns wieder. Bis morgen.